Sau lustig ist, wenn das so verpackt ist. Und auf Windows 7 mit 64-Bit leuchtet es natürlich nur in der aktuellen Patch-Version. Schon mal sehr komfortabel gemacht. Boah, wieso leckt das bei mir gerade? Leck mich! Oh Mann, ich dachte, das würde für mich irgendwie als Kill zählen. Scheiße, 0,17. Oh, dumm. Ach, 0,17, ich dachte, du hättest immer noch nur 17 Punkte. Nee, ich habe mittlerweile 305. Oh, wo steht denn jetzt? Hab ich jetzt auch gesehen. Ich muss sagen, ich habe jetzt echt schon lange keinen Kill mehr gemacht. Wie viele hast du mittlerweile? 8, 12? Ja, ne? Ja, es ist wirklich schlecht. Ja, ich hatte 5 Minuten nach Start schon 5. Wir spielen jetzt bestimmt schon 10 Stunden und ich habe immer noch nur 12. Aber bitte, was war das? Haha, fahr bitte! Wo sind sie? Da ist einer. Ja, fuck, ey. So fetter Schuss nämlich. Boah! Jetzt krieg ich zu stark aufs Maul. Aussteigen. Du kriegst volles Hund aufs Maul. Na, der Panzer, sagen wir mal so. Ich nicht. Ich lebe jetzt, bin ich auch tot. Eine feindliche Übermacht. Ey, ihr habt ordentlich Punkte eingenommen. Was soll das denn? Ja, ist halt so. Ich meine, wir werden die Runde so oder so verlieren, beziehungsweise ich werde sie nicht zu Ende spielen, von daher ist mir das egal. Weil ja, solche Runden sind mir halt zu lang. Ich muss gleich auch wieder weg, wir nehmen das hier relativ spät... Ach, der lebt noch. Wir nehmen das hier relativ spät am Abend auf. Ja, yeah, Mann! Und ich muss morgen auch noch studieren gehen. Ach ja, erster Tag, oder was? Nee, der war heute. Und, wie war's? Ja, ziemlich nice. War chillig war's. War noch kein Stoff, sozusagen. Maschinenbau, machen das auch Frauen? Kaum. Weil also, wenn du es machen würdest, würde ich ja sagen eine, aber nee, kaum. Hahaha. Das kommt schlecht. Da habe ich mich hier festgefahren im Boden oder so. Du bist ja immer der Meinung, ich wäre so unfassbar riesig und Frauen sind ja normalerweise klein. Okay, das ist ja irgendwie peinlich für dich. Das stimmt natürlich. Ja, super. Jetzt habe ich mich hier in so einem Sprengloch verfahren. Ey, das ist doch nicht wahr. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Nein, ich bin festgefahren. Super. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Verdammte Physics Engine. Siehst du das? Boots! Nein, ich hab daneben geschossen! Wo bist du denn hin? Nein! Ja. Aber ich hab ein Kill! Ein Kill! Wait. Oh Mann, irgendwie habe ich heute kein. Das hätte so ein Bier trinken, ey. Ich will jetzt Zielwasser gehabt. Bier ist Zielwasser? Du kannst auch Zielbier nennen. Ich habe heute ein Bier getrunken und ich ziele wahnsinnig schlecht. Vielleicht muss man irgendwie auf einen bestimmten Promillegehalt kommen. Wobei ich ja mittlerweile bei dir die oder zumindest die Vermutung habe, dass bei dir sowieso 1,0 Promille Minimum Standard ist. Nein. So schlimm ist es nicht. Das ist vielleicht bei Merlin so, aber bei mir nicht. Ja, bei Merlin redet doch immer so. Das einzige Mal, wo ich mit ihm geredet habe, außerhalb der Gamescom, war abends in der Skype-Konfi. Er völlig hacke dich. Ich weiß nicht, ob er sich noch an die Konfi erinnert. Ich weiß nicht, hast du dich eigentlich am Morgen... Wow. Hast du dich eigentlich am Morgen nach dieser legendären Großkonfi daran erinnert, was alles passiert ist? Ja, klar. So, das war das erste und einzige Mal, dass ich mit Gronkh in der Skype-Konfi war, der Penner den in der Liste hat und den natürlich besoffen in die Konfi gezogen hat. Ach ja, hier oben ist ja das Radio, was das Battlefield 2-Theme spielt von den arabischen Maps. Ich liebe das. Hab ich auf mein Board. Was zum Teufel ist jetzt hier los, Alter? Ihr habt alle Punkte. Ja, klar, wo denkst du hin? Willst du mich verarschen? Soll ich jetzt eigentlich von dir machen? So, es ist gerade ein Kumpel von mir bei mir gespawnt. Ich mache jetzt Selbstmord und wechsel das Team, komm. Dann spiele ich auch mal bei dir zusammen. Ja, gut. Mann, ey, gerade habe ich hier nur Panzer auf dem Boden gesehen als die Sniper, weil jetzt bin ich schon wieder hier oben und jetzt sehe ich zum Verrecken keine Panzer mehr. So,
sondern nur durch Infanteristen. So, welche Squad bist du? Ich bin, weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall nur zwei Leute dran. Ja, ich hab's gefunden. Hier, spawn mal bitte bei mir. Ups. Ah, scheiße, ich dachte, spawn's auf deiner Seite. Tja. So, ich spring mal runter und hol mir den Panzer. Ach ja, Leertaste. Aber falsche. Hast du nicht aufgemacht? Ich dachte irgendwie auf null. Alter, Alter! Das ist geil. Er hängt wahrscheinlich mit dem Bier zusammen, was ich heute getrunken habe. Ach ja, wollte ich eben sagen. Ich dachte, du trinkst gar keinen Alkohol. Ja doch, ich trinke... Ja, wenn wir sonst mit mir darüber geredet haben, war ich ja noch zu jung. Und jetzt ist natürlich ab und zu schon mal ein bisschen was drin, aber ich bin halt nicht so der Typ, der mich betrinkt. So wie du. Was soll das denn jetzt heißen? Achtung, zieh mal nach oben. Nach ganz oben, da wo ich gerade hinschieße. Der fliegt gerade auf das große Haus zu. Ja, bis dahin komme ich aber nicht. So hoch ach, kommt man. Er müsste erst aufgelandet. Auch geil, wir sind jetzt hier umgezogen. Links. Hinten. Hinter uns. Schade. Alter, jetzt bin ich extra zurückgefahren. Ja, ich meine nach hinten drehen, nicht zurückfahren. Ach so, hoppala, scheiße, wie war das denn? Ja, ist so ein Sprengloch, da habe ich mich gerade drin festgefahren. Nee, da habe ich gerade reingeschossen, weil da eine Mine war. Ah, Moment, da war übrigens einer im Haus. Jetzt hast du mir das Ding zerschossen. Ja, ich musste die Mine zerstören, hallo? Wir haben übrigens, was ich jetzt die ganze Zeit schon erzählen wollte, und du quatschst immer wieder dazwischen, wohnen jetzt eine Woche hier in Trier und haben schon zwei Einwanderungspartys geschmissen. Wer ist wir? Mein Mitbewohner, ich. Achso, grüß den mal. Macht er auch Let's Plays? Nee. Dann wirst du ihn doch garantiert dazu bringen, bei Xardas 94 einzusteigen. Nee, der ist nicht dazu zu bringen. Ist das nicht so ein Zocker, oder? Ja, ist nicht so... Also nicht das, was du unter Zocker verstehst. Aber der zockt auch, ja. Der spielt unter anderem auch Battlefield. Oh ja, das kann jeder. Ist genauso wie FIFA oder COD. Der kann es aber ziemlich gut. Ja, ich glaube, Saarländer können das prinzipiell gut. Was anderes können sie nicht. Außer vielleicht Autorennen spielen und trinken. So, ich hol mir jetzt einen Roadkill, egal was passiert. Da vorne, der da mit dem Stern markiert, ist den Roadkill ich. Jawoll! Ja, ich komm dich mal besuchen. Boah, Alter, ich fahr, als wenn ich besoffen wäre. Bist sowieso besoffen. Ich bin nicht besoffen. Ich hab einen Kumpel, der lallt, wenn er nüchtern ist, und wenn er besoffen ist, redet er normal. Gut, so, dann hast du... Ist er wirklich drüber gefahren. Ah ja, das war... Boah! Alter, kommt einer angefahren, ey. Mr. Fischkopf. Alter, wie stark das war. Weil sie hier ist. So, irgendwo muss da hier gleich einer kommen, den ich mal roadkillen kann. Oh, no. Vielleicht lege ich hier runter diese coole Battlefield-Musik, die man vorhin in dem Radio gehört hat, die passt voll. Ja, Kollege, gegen zwei komme ich nicht an, ey, scheiße, Mann. Wie, ich dachte, du bist Saarländer. Ja, aber gegen zwei geht nicht. Ach, du bist bestimmt noch wieder besoffen, hast doppelt gesehen. Nee, der eine war ein Panzer, der andere ein LAV, ich habe nicht doppelt gesehen. Das Gute ist, hier ist Fast Respawn, der Panzer ist schon wieder da. Jetzt muss ich erstmal ganz außen rumlaufen. Alter, jetzt hat sich einer reingesetzt, ey. Geh mal raus. Ah! Scheiße. Es war alles bescheuert, diese Rolle. Ja, von da vorne, oder was? Nee. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich diese Runde komplett verkacke und kein bisschen irgendwie ernst spiele. Wieso bin ich nicht mehr bei dir im Team? Ja, ich wurde das Team geswitcht. Okay. Oh yeah, Motherfucker, so. Dann bist du jetzt bei Michael im Team, der eben gespawnt ist. Bei Michael, dem alten Kollegen von The Player News. Genau. Oder was? Yokage 1337. Ja, ich erinnere mich an das nette Video zu Let's Play des Monats. Ah, warst du das damals? Ja, das war ich, als er sein Debüt gefeiert hat, sozusagen. Ja, war ja fast das einzige Video, das er gemacht hat. Danach das Let's Play des Monats Video zu Red Naxel hat er, glaube ich, noch gemacht. Okay.
Das Lustige war, das Video zu Alex war 2 Minuten lang und meins war 10 Minuten lang. Was ist momentan eigentlich mit Alex los? Der macht gar keine Videos mehr. Doch, der macht schon. Nein. Achso, Alex, ich dachte, du meinst jetzt eher Gauli. Nee, ich meine jetzt Rit Naxel. Nee, ich glaube, der ist viel mit der Uni hat er zu tun, oder? Ja, der hat vor 4 Monaten irgendwie ein Video hochgeladen, ich bin wieder da, hat dann 3 Videos hochgeladen und das war's. Jetzt bin ich ja tatsächlich noch runtergefallen. Aber eigentlich schade, der war ganz gut. Der war vor allem nett. Aber ist jetzt so selten online eben. Das ist schade. Aber, ja, ich glaube, es besteht sowieso keine Hoffnung, dass wir jemals wieder unsere Adventure-Map-Runde zusammenkriegen. Also, Smokey habe ich lange nichts mehr gehört und, ja, okay, Marv wäre noch dabei, aber Marv hat sowieso keine Zeit momentan, so viel wie der hochlädt. Das stimmt. Und, Alter, ich habe da gerade irgendeine Konsole aufgemacht. Ah, jetzt ist sie weg. Nee, immer noch nicht weg. Wie kriege ich die Konsole weg? Und hier Dingens, ja, Hardy ist selten online. Falls jetzt wieder Kommentare kommen, ja, ich meine den Hardy. Welchen Hardy meinst du? Alter, ich krieg die Konsole nicht weg. Ed Hardy, wen sonst, den Designer. Alter, sag mir mal, wie ich die Konsole wegkrieg. Mein Gott, Shift, Nicke Zeichen. Was für Zeichen? Ja, das Zeichen über Tab. Ah, merci. Merci beaucoup. So, wir sind ja ganz schön am Losen hier. Komm, wir denken uns jetzt mal eine Taktik aus, wie man hier am besten gewinnen kann. Also, wir steigen alle auf einen Jet. Einer fliegt dann los, fliegt dann immer im Uhrzeigersinn um den Kreis und die anderen schießen runter. Es sind natürlich alle selbstverständlich nur Sniper und schießen dann nur mit der Pistole, weil die ja wesentlich mehr Schaden macht. Die anderen, die dann runterspringen, also die, die im Gegnerteam sind, die nehmen sich dann so eine komische Planierwalze hier, wo ich gerade drin bin, und steigen da dann alle mit drauf und versuchen dann hier eine Rampe zu nehmen, um dann da hochzuspringen und dann alle fertig zu machen. Also irgendwie so eine Art Absprung, keine Ahnung, wie bei Stirb langsam, kennt ihr ja bestimmt. Und wenn wir dann umdrehen, also diejenigen, die auf dem Jet sind, dann... Oh, leck mich, komm, den hol ich mir! Nein, ich wollte den Rot gehen. Super, hat meine Taktik doch nicht funktioniert. Und dann fangen wir alle an, runterzuspringen und Medikits durch die Gegend zu werfen und mobile Spawnpunkte aus dem Rucksack zu werfen. Weil die halt Schaden machen würden, in der Theorie, in der Praxis nicht. Aber könnte ja passieren und halt immer so weiter. Und dann fangen wir irgendwann an, alle Gebäude hier kaputt zu schießen, damit wir freiere Schussfeld haben. Wie lange dauert es noch, bis du mich unterbrichst? Schweige und höre zu. Und habe ich gerade gefragt, wie viel Bier hast du nochmal gesagt, hast du getrunken? Wirklich nur eins, aber ich finde das ganz lustig. Du kennst wahrscheinlich nicht Barlow, oder? Nein. Nee, und der macht in seinem Livestream immer ganz lustige Sachen und der erklärt dann so die Boss-Taktiken zu WoW-Bossen immer so völlig abstrakt. Was war das? Alter, willst du mich verarschen? Ach komm, wer ist denn jetzt schon wieder hier? Ihr seid doch alle behindert! Verdammt, ey. Ah! Lass mich raten, ach, der kam garantiert von da oben. Gut, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal sterben, beenden wir den Part hier dann, diese Aufnahme. Ja. Eigentlich irgendwann hatte ich mir wirklich mal vorgenommen, muss ich mal so ein Drunken-Special machen. Das wird witzig. Ja, das ist generell immer witzig, weil bei dir war das immer ganz cool, wenn du betrunken mit deinen Leuten FIFA gezockt hast. Und es gibt da eine ganz lustige Folge von Pete Smitty bei Modern Warfare 3, wo Hardy besoffen war, das kennen viele von euch bestimmt. Das ist auch saumäßig witzig. Der hat mich gekillt. Ja, okay, ich würde mal sagen, dann beende ich den Part hier. Ich weiß nicht, ob du weiter aufnimmst, ich bin nämlich auch gerade gestorben. Ja, okay, dann haut rein, Leute. Tschüss.